Eben haben wir doch über Doom und die besondere Bedeutung in der Videospielgeschichte gesprochen. Jetzt geht es um einen anderen Titel. Hat irgendwie mit Doom so gar nichts gemeinsam. Die Rede ist von Pokémon. Aber auch dieses Spiel hat eine besondere Bedeutung, wurde jetzt 20 Jahre alt. Die Geburtstagsgäste kamen aus aller Welt nach Paris. Zusammen mit dem britischen Künstler Quentin Devine galt es, das weltgrößte Sammelkartenmosaik zu erstellen. Es sollte schließlich etwas Besonderes sein. Knapp 13.000 Pokémon-Karten wurden verbaut. Das fertige Mosaik zeigt, wie könnte es anders sein, einen Mega-Pikachu. Insgesamt ist das Kunstwerk 70 Quadratmeter groß und so auch ein Fall fürs Guinness-Buch der Rekorde geworden. Den Erfolg der Serie konnte 1996, als die ersten Pokémon-Spiele erschienen, noch keiner wirklich ahnen. Als die ersten Teile in Japan veröffentlicht wurden, lieferte Nintendo nur 200.000 Exemplare aus. Man dachte sich, dass die Spiele nur eine kleine Zielgruppe ansprechen würden. Doch die Nachfrage war plötzlich gigantisch groß. Fans aus aller Welt wollten mehr, immer mehr. Mit jeder neuen Handheld-Generation folgten auch verlässlich zwei neue Pokémon-Editionen, grafisch an die neue Hardware angepasst. 20 Jahre später sind mittlerweile über 275 Millionen Pokémon-Spieler über die Ladentheke gewandert. Es gibt eine Pokémon-Serie mit über 800 Folgen, 17 Kinofilme und eine der größten Sammelkartreihen weltweit. In Japan wurden sogar mehrere Pokémon-Stores eröffnet. Ganze Kaufhäuser widmen sich dem Merchandising. Pokémon hat sich in 20 Jahren zu einer der erfolgreichsten Marke der Spieleindustrie entwickelt. Von Japan geht's jetzt nach Hamburg, also von Pokémon zu Deponia. Wir haben den neuesten Teil unter die Lupe genommen. Die Deponia-Reihe geht mit dem neuesten Ableger Doomsday in die ungeplante Verlängerung. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um ins Deponia-Universum einzusteigen. Doch genau das war jetzt mein erstes Deponia-Spiel. Und obwohl ich überhaupt keine Ahnung von den Charakteren und der Welt rund um Rufus hatte, hat mich Doomsday ziemlich umgehauen. Du blickvernebeltes Miststück, komm zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Trotz der mir unbekannten Vorgeschichte habe ich die Charaktere und die Welt direkt ins Herz geschlossen. Das liegt vor allem an dem einsteigerfreundlichen Intro des Spiels. Die Grundgeschichte von Deponia wird grob, aber sehr charmant umrissen, sodass man als Neuling nicht komplett im Dunkeln tappt. Wir bauten Speere gegen die Tiere, Mauern gegen die Speere. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Dazu kommt noch, dass Doomsday nicht wirklich eine Fortsetzung, sondern eher eine Alternativgeschichte ist. Zu Beginn des Abenteuers wacht Rufus in seinem Heißluftballon auf. Und alle Ereignisse der vorherigen Teile scheinen nur ein Traum gewesen zu sein. Doch recht schnell stellt sich heraus, dass Rufus sich seine Abenteuer nicht nur erträumt hat. Sie wurden durch einen Zeitreiseunfall ungeschehen gemacht. Oder Rufus ist in einer alternativen Zeitlinie gelandet? Man weiß es nicht so recht, wie auch immer. Wir rätseln uns durch die wunderschön gezeichnete Welt von Deponia, die viel Altbekanntes, aber auch viel Neues bietet, und versuchen ein weiteres Mal die Welt oder zumindest unsere eigene Haut zu retten. Und schon nach wenigen Minuten auf dem Müllplaneten merkt man, wie viel Herzblut in dem Spiel steckt. Die Texte sind unglaublich gut geschrieben und genauso grandios vertont. Jedes Gespräch macht einfach Spaß und man klickt sich gern durch alle Dialogoptionen, weil überall kleine Gags und Wortspiele versteckt sind. Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Ich hab doch nicht etwa... Oh doch, beim Rückwärts-Einparken. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Das Rätseldesign ist, frei nach alter LucasArts-Manier, wunderbar absurd und fordert die Kreativität des Spielers heraus. Manchmal für meinen Geschmack aber etwas zu absurd, sodass ich bei manchen Rätseln nur durch stumpfes Ausprobieren aller Optionen oder mit Hilfe einer Komplettlösung weitergekommen bin. Und darin liegt auch mein größter Kritikpunkt.
Oft hatte ich das Gefühl, dass die Rätsel fordernd, aber etwas zu verkopft sind und mich manchmal eher vom Vorankommen in der Story abhalten. Vielleicht bin ich auch nur von Genre-Konkurrenten wie Walking Dead geschädigt, in denen das Spiel ja schon fast von alleine seinen Lauf nimmt. In Deponia muss man eben noch richtig für die Geschichte arbeiten. Aber wenn der sympathisch-egozentrische Rufus dann wieder zum Monolog ansetzt und sich die verquere Zeitreisegeschichte weiter entfaltet, ist der Rätselfrust schnell vergessen. Deponia Doomsday versprüht mit seinen einzigartigen Charakteren einfach einen unglaublichen Charme, der mich über jedes Rätselproblemchen hinwegsehen lässt. So, und ich hole jetzt erstmal die Vorgänger nach. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie, man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Deponia ist übrigens immer gut für einen Preis. Der letzte Teil, Goodbye Deponia, räumte beim Deutschen Entwicklerpreis 2013 mal so richtig auf. 4 Preise gab's: bestes Studio, bester Sound, bestes Adventure und auch noch beste Story für das Entwicklerteam aus Hamburg, Daedalic. Das war Super Games TV für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.